Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und heute wieder ohne den Dingsbums. Wir hatten ja für den Umbau unseres Arbeitsplatzes, Link hier oben, eine Soundbar unter dem Monitor montiert, und zwar die Canton DM5. Den Test findet ihr auch hier auf dem Kanal. Die liefert zwar für ihren Einsatzzweck hier am Schreibtisch immer noch einen tadellosen Sound und ich würde auch gar keine andere haben wollen, allein schon wegen der kompakten Größe, aber in unserem Wohnzimmer mit einem großen Fernseher und einem großen Raum, da dürfte es dann schon ein bisschen mehr sein, als was die kleine DM5 liefert. Darum haben wir uns für euch, die große Schwester, ein Sounddeck der DM5 angeguckt, und zwar die DM55 bzw. DM50, je nach Region wird die so benannt. Und wie sich die schlägt, erfahrt ihr hier. Seid gespannt! Dieses Video wird euch präsentiert vom Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und tut nicht weh. Die meisten Fernseher und auch die Monitore sind ja heutzutage richtig schön flach und die haben ein brillantes Bild, aber beim Ton schwächeln die meisten. Soundbars oder Sounddecks sind eine gute Lösung, um den schwächelnden Sound ein bisschen aufzupeppen. Aber bedingt durch ihre Bauform, meist ja in Regelform, stößt die Physik hier schnell an ihre Grenzen, das Volumen fällt und somit auch der Bass. Klar gibt es natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel die Sennheiser Ambeo. Die ist zwar auch in Regel, aber das ist ja auch ein Riesenklopper. Da soll man keinen Subwoofer brauchen. Aber das Teil kostet halt auch immer 2500 Euro und unser Sounddeck kostet ja um die 400 Euro. Wer also nicht zu viel ausgeben will, der hat meist eine kleine Soundbar und hat einen zusätzlichen Subwoofer irgendwo platziert, was natürlich auch wieder Platz braucht. Und man muss das Ding verkabeln, wenn man nicht gleich einen mit Bluetooth-Anbindung hat. Oder man entscheidet sich für ein Sounddeck wie das Canton DM50. Da hat man mehr Volumen und somit auch einen satteren Klang, sowohl in der Breite als auch mit dem Bass. Die kann man dann leider aber nicht an der Wand montieren, sondern muss sie auf dem Lowboard oder Sideboard unter dem Fernseher platzieren. Und nachdem ja wir jetzt mit der DM5 und unserem Monitor so zufrieden waren, haben wir uns also für die DM55 oder DM50 entschieden. Die bietet die Technik der größeren Soundbar-Modelle, ist aber trotzdem schön kompakt und, wie ich finde, sieht auch sehr edel aus. Von vorne drauf geschaut, mit der Breite von 55 cm und 7 cm Höhe, sieht sie erst einmal identisch aus wie die DM5, hat auch das gleiche Finish und alles. Um den verbauten Treibern aber dennoch genügend Volumen zur Verfügung zu stellen, wächst die Soundbar oder das Sounddeck auf 30 cm in die Tiefe und ist damit fast viermal so tief wie unsere DM5. Dank der großen Oberfläche kann man oben natürlich auch einen Fernseher, einen mittelgroßen Fernseher oder auch einen Monitor platzieren, sofern es die Platzverhältnisse auf dem Schreibtisch natürlich zulassen. Denn Canton gibt die Traglast der Platte oben mit 40 Kilo an. Also das ist schon ordentlich. Das kommt natürlich nicht von irgendwo her, denn die DM55, DM50 hat wie auch schon die DM5 ein massives HDF-Gehäuse. Und auch hier haben wir eben oben als Abschluss eine stoß- und kratzfeste Glasplatte, die an den Kanten und überall sanft abgerundet ist, sodass man sich hier auch nirgends kratzt oder schneidet. Und wie ich finde, hat sich das in der Praxis bewährt, diese Glasplatte. Denn so eine Glasplatte, die lässt sich mit einem Glasreiniger wesentlich schöner reinigen als so eine Klavierlack-Kunststoffoberfläche, da wo die Fettfinger so richtig, man immer gerade, sie brennen sich schon rein. Die Seitenteile sind dann eben in mattschwarz und an der Front haben wir auch wieder das präzise angepasste Metallgitter, wie auch schon bei der DM5. Hinter dem Metallgitter ist eben das Display in der Mitte und links und rechts die Frontlautsprecher. Und die bestehen auch schon wie bei der DM5 nicht aus einfachen Breitbandlautsprechern, wie es die meisten haben, sondern aus zwei 50 mm Mitteltönern und zwei 19 mm Hochtönern mit Gewebekalotte. Angetrieben von je einer 50 Watt Endstufe. Und das Display hier mittig, das ist
sehr einfach, aber es tut seinen Job. Manche haben ja heutzutage gar kein Display mehr, da muss man dann oben oder über Smartphone oder so das Ganze steuern. So eine kleine LED finde ich ganz in Ordnung. Die Soundbar gibt es übrigens auch in Silber und in Weiß, was ich persönlich besonders schick finde. Von unten unterscheidet sich die DM55 aber dann komplett von der DM5. Zum einen haben wir unten silberne Füßchen und nicht diese Gummi-Halbmonde, die man ja einfach nur anklebt. Und wir sehen hier unten die 200 mm Subwoofer mit Flachmembranen für den Tieftonbereich, ebenfalls mit je 50 Watt Endstufenchip. Die Anschlusssektion ist genauso unpraktisch wie bei der DM5, also es ist alles ziemlich eng da hinten, wenn man mit Cinch-Kabel zum Beispiel arbeitet und im Stromkabel, also es ist alles ein bisschen friemelig. Uns persönlich stört es ja nicht, weil wir sowohl die DM5 als auch dann die DM55 via Bluetooth betreiben, beziehungsweise mit dem optischen Kabel, das ja ganz dünn ist, also vor dem her, uns stört es nicht. Wir haben hier die beiden Stecker des analogen Cinch-Audio-Eingangs eben und den Stromanschluss. Einen koaxialen und optischen Eingang haben wir. Darüber kann die DM50 Dolby Digital und TDS-Kodierung empfangen und auch verarbeiten. Sie ist ja nur eine 2.1 Soundbar, somit kann sie natürlich keinen richtigen Dolby Digital oder TDS-Sound wiedergeben, aber einen virtuellen Sound, und ich finde, der klingt auch richtig gut. Außerdem haben wir hier einen Pre-Out-Ausgang für den direkten kabelgebundenen Anschluss eines aktiven Subwoofers. Was wir aber auch hier, wie schon bei unserer DM5, schmerzlich vermissen, ist ein HDMI-Eingang. Also in der Preisklasse, muss ich sagen, würde ich das schon erwarten. Ebenfalls wünschenswert wäre allerdings auch ein integriertes Wireless-Modul für die Ansteuerung eines aktiven Subwoofers via WLAN. Zumal ja Canton mit dem Smart Sub 8 einen Wireless-Subwoofer im Portfolio hätte. Zumindest haben wir aber Bluetooth 3.0 mit dem aptX-Standard. Je nach Aufstellungsort kann man bei der DM50 auch drei verschiedene Presets wählen. Das muss man dann ausprobieren, was bei einem am besten klingt. Außerdem kann man die Bässe und die Höhen bis zu 6 Dezibel nach oben oder nach unten einstellen. Außerdem hat man noch die Möglichkeit, zwischen Stereo-Sound und virtuellen Surround-Sound hin und her zu schalten. All diese und andere Einstellungen lassen sich über die sehr große, aber auch solide Fernbedienung steuern. Da knatzt und scheppert nichts an dem Ding. Man kann die DM50 aber auch mit einer passenden Fernbedienung vom Fernseher steuern. Aber hören wir uns doch das Teil mal im Vergleich zum Fernsehton und zu anderen schon getesteten Soundbars an. Und dann hören wir uns wieder. You know where you were, right? This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? Access granted. Access denied. Access denied. Access denied. Pick a door. All right, then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? You know where you were, right? This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? Pick a door. All right, then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? You know where you were, right? This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door?
begins to change, and sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Feel of the dark. Feel of the dark. I have a constant fear that something's always near. Feel of the dark. Feel of the dark. I have a phobia that someone's always there. Wie ihr hoffentlich hören konntet, hat das Soundtrack natürlich deutlich mehr Bums als der Fernseh und auch deutlich mehr Bums als die Grundig, die ich zum Vergleich mit hergezogen habe. Und auch unsere DM5 bauartbedingt kommt natürlich an das Soundtrack nicht ran. Denn auch die krachenden Action-Szenen hat das Soundtrack mühelos rübergebracht. Angenehm war auch die Stimmwiedergabe. Also auch jetzt zum Beispiel bei Fear the Dark, da hat man halt wirklich die Stimme bei den leisen Passagen richtig sauber gehört, was man jetzt bei, ich sage jetzt mal, beim Fernseher sowieso nicht und bei der Grundig auch nicht so besonders gut gehört hat. Lediglich bei richtig hohen Lautstärken, also wenn man die wirklich bis ans Limit prügelt, dann kann es zu Verzerrungen kommen, wobei das vielleicht auch dann schon das Geschrei vom Nachbarn sein kann, weil ihm die Tassen aus dem Schrank fliegen. Aber auch Musikliebhaber kann das Sounddeck ansprechen. Wir haben ja das Klavierstück gehört, das klingt echt absolut klar und sauber. Und man könnte natürlich auch einen CD-Player oder eben einen Plattenspieler mit integrierten Verstärker anschließen. Dafür haben wir nämlich einen Aux-In-Eingang. Aber die meisten werden heutzutage das Ding wahrscheinlich via Bluetooth mit ihrem Smartphone ansteuern und haben natürlich dann ihre komplette Musikbibliothek zur Verfügung. Und eben dank der aptX-Unterstützung kann man dann die Musik auch in CD-Qualität wiedergeben. Und das wahlweise natürlich entweder im Stereo-Modus oder virtueller Surround-Sound, was bei manchen Stücken den Raum richtig schön erfüllt, sage ich jetzt mal. Also
ist Geschmackssache, ich weiß, aber bei manchen Stücken finde ich es echt cool, wenn das so raumfüllend klingt. Die Musikrichtung, haben wir ja mitgekriegt, ist der DM55 völlig egal. Sowohl harte, rockige Stücke als auch leichte Klavierpassagen gibt die ohne Probleme klar und räumlich luftig wieder. Und wie ihr vielleicht noch wisst, waren ja wir von der DM5 schon mächtig begeistert, aber die DM55 oder DM50, die legt nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Ja, unser Fazit. Als Einsteigermodell bietet die DM50 oder 55 je nach Region eine absolut überzeugende Leistung. Und für einen Straßenpreis von 300 Euro muss ich sagen, kriegt sie von uns das Prädikat preiswert, aber nicht billig. Das Design ist sehr elegant und modern und passt dank der drei verschiedenen Farben, Schwarz, Weiß und Silber, in die meisten modernen Haushalte. Und trotz seiner kompakten Größe muss man nicht auf guten Sound verzichten. Das Sounddeck spielt räumlich gut auf und man hat zumindest die Möglichkeit, auf einen zusätzlichen Subwoofer im Raum zu verzichten. Alles in allem also ein tolles Sounddeck, das mich als Musik- und Filmfan wirklich begeistert. Leider gibt es die Soundbar nur noch als Restposten, also müsst ihr euch beeilen, wenn ihr noch eine haben wollt. Ansonsten gibt es die DM60 als Nachfolger, die hat die gleichen Werte eigentlich. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was da anders sein soll, aber die kostet halt dann 450 Euro. So, was haltet ihr nun von einem Sounddeck wie der DM50? Oder sagt ihr, mir reicht so ein normaler Riegel, so eine Soundbar? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns den Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Bis bald!